fast schon nicht. Es ist 3 Uhr am Morgen, man ist am Arsch vom Ausgang und muss irgendwie heimkommen. Kein Geld fürs Taxi, dann muss man halt laufen. Genau in diesem Moment ist es für viele Frauen am gefährlichsten. Und wir, das Mästchenwein, zeigen euch jetzt, dank dem Selbstverteidigungstrainer, was man dagegen machen kann. Das ist der Damian Mohle. Und was machst du so als Selbstverteidigungstrainer? Ich probiere die Leute darauf vorzubereiten, dass sie sich können durchsetzen können, und zwar bevor es passiert und wenn es halt auch passieren sollte. Was probierst du deinen Kursbesuchen mitzugeben? Im Prinzip geht viel so darum, mal die Illusionen zu nehmen. Mhm. Du kannst nicht in einer Lektion oder in 10 Lektionen Selbstverteidigung lernen. Aber den Einstieg finden. Und die andere Seite ist natürlich auch, in die Materie hineinzukommen. Mut zu machen und sagen, hey, wenn jemand dich angreift, du musst kein Opfer sein, du kannst dich wehren, oder? Und dort das rauszukristallisieren oder rauszubringen von den Leuten, die sagen, ich bin vielleicht noch zu schüch, aber ich möchte mich verteidigen. Mhm. Und das ist eigentlich mein Job, die Leute dorthin zu bringen. Ganz wichtig jetzt bei uns in der Schweiz ist der Artikel 15 für die Rechtfertigung von der Notwehr. Es geht hier darum, dass wenn du angegriffen wirst ohne Recht, mhm, das heisst, wenn du nicht irgendwie einen Auftrag hast, du bist bei der Polizei oder sonst noch jemand, das heisst, ja, du musst die und die Person festnehmen oder was auch immer. Das heisst, wenn du das Recht nicht hast auf deiner Seite und der andere auch nicht, dann kannst du dich verteidigen. Ohne Kopfstürme machen lassen von diesen ganzen Gesetzen. Mhm. Das Wichtigste ist, dass du weißt, du hast das Recht, wenn dich jemand angreift, angemessen dich zu verteidigen. Ja, richtig. Mhm. Nach der Theorie sehen wir hier, wie man richtig steht, um einen Angreifer abzuwehren. Lektion 1. Angreifer mit einem lauten Stopp abschrecken. Stopp! Hallo! Lektion 2. Gegner von hinten abwehren. Pause! Lektion 3. Kopfdreigriff. Lektion 4. Tieftrittübung. Ich bin jetzt gerade unter Luft, ich kann nicht tief schon sagen, ich kann nicht. Wir gehen jetzt mit diesen gesammelten Tricks auf die Strasse und spielen die ganze Szene nach. Ihr kommt aus einer Bar oder von einer Party und der Typ wartet auf euch. Ich habe schon ein bisschen Lust zu mir zu kommen, die Vorschaft, das ist echt super. Nein, ich habe keine Lust. Fall. Ich möchte allein. Du gehst, also ich kann gehen und du gehst dort durch. Okay. Ist okay? So könnte es gut rauskommen. Aber meistens lernt sich die Typen nicht so einfach abwimmeln. Und dann müsst ihr eure Stimme als Waffe einsetzen. Hey, stopp! Ist gut! Ich fühle mich bedrängt. Gehst du wieder dort hoch? Ist okay. Sobald sie handgreiflich werden, macht ihr es so. Hey, stopp! Hey, nein, lass mich los! Hey, lass mich los! Ich rufe schon die Polizei an! Komm weg! Bevor es aber so weit kommt, ist es empfehlenswert, um Damian sein Training besucht zu haben.